Bitte beachten Sie, dass es sich bei den gezeigten Modellen um erste Muster aus den Formen oder digitale Renderings handelt. Diese sind teilweise nicht vollständig bestückt oder lackiert bzw. bedruckt. Meisterwerk der Technik, die Beilhack-Schneeschleuder in 1:160. Die Bahn fährt bei jedem Wetter. Ein Werbespruch aus vergangenen Zeiten, der heute nicht unbedingt immer zutrifft. Damit die Bahn aber zumindest im Winter und nach starken Schneefällen zuverlässig fährt, hält man unterschiedliche Räumgeräte vor. Darunter auch die Baureihe 716, welche an diversen Dienststellen für spezielle Einsätze vorgehalten wird. Die von der bayerischen Firma Beilhack hergestellten Schneeschleudern verfügen über einen vierachsigen Aufbau und einen großen Schleuderteil, der durch zwei große Schaufelräder den Schnee über Schächte an der Seite auswirft. Der Vorteil dieser Fahrzeuge liegt, im Vergleich zu den Vorgängertypen, in der einfacheren Handhabung. So wird für den Betrieb kein eigenes Triebfahrzeug benötigt. Insgesamt treiben drei Zwölfzylindermotoren die Maschinen an und sorgen dafür, dass unter anderem der Aufbau gedreht werden kann. Das Spur-N-Modell von Fleischmann spielt in einer besonderen Liga. Ein voll funktionsfähiges High-End-Modell, das kaum Wünsche offen lässt. Ab Werk rollt das Modell voll digitalisiert auf die 1:160 Schienen. Zum einen werden über den integrierten Decoder vom Fahrgeräusch bis zu typischen Arbeitsgeräuschen verschiedene Sounds wiedergegeben. Das Highlight an sich sind aber die vielfältigen Funktionen. Der Aufbau des Modells lässt sich per Knopfdruck um 180 Grad drehen, um das Arbeiten in beiden Fahrtrichtungen zu ermöglichen. Per Tastendruck lassen sich auch die beiden großen Schaufelräder aktivieren. Sobald diese sich drehen, kann die Fahrt auch schon losgehen und der mächtige Koloss macht sich zur Schneeräumung auf. Mit der Umsetzung all dieser Funktionen auf kleinstem Raum beweist Fleischmann einmal mehr, welchen Stellenwert die Technisierung und Spielwert im Unternehmen darstellen. Ein Modell, das bei keinem Fan fehlen darf. Universalgenie aus der Schweiz. Die Lokomotiven der Baureihe RE442 gelten als Universallokomotiven der SBB. Welche für die Beförderung von schweren Reisezügen und Güterzügen ab 1967 angeschafft wurden. Einige Maschinen wurden in TEE-Farben lackiert und für die Traktion dieser exklusiven internationalen Expresszüge eingesetzt. Doch auch im schweren Güterdienst machten die vierachsigen Maschinen von sich reden. Ob kurzer Übergabezug oder schwere Last über die Berge der Schweiz. Wenn es einmal zu schwer wurde, waren unter anderem auch die sogenannten RE-1010 ein beliebtes Gespann. Gebildet aus einer RE-44 und einer RE-66 waren sie echte Kraftpakete. Das Fleischmann-Modell, der RE-442, war über ihren langen Lebenszyklus mittlerweile nicht mehr up-to-date. Aus diesem Grund erscheint die besondere Lokomotive nun als komplette Neukonstruktion. Fein detailliert, mit einem besonders aufwendig gestalteten Dachgarten, Stromabnehmern ohne Befestigungsschraube und feinen Gravuren. Doch auch das Fahrwerk weiß mit seinen zierlichen Drehgestellen zu überzeugen. In den Digitalversionen verfügen die Modelle neben schaltbaren Soundfunktionen auch über eine Führerstandsbeleuchtung. Die neue RE442 bildet die ideale Zuglok für das umfangreiche Fleischmann-Wagensortiment. Taschenwagen Bauart T5 – Huckepack durch Europa. Bereits Anfang der 1970er Jahre wurden erste Taschenwagen gebaut und von einigen europäischen Bahnverwaltungen beschafft. Mit der Zeit wurden sie den stetig steigenden Anforderungen angepasst und weiterentwickelt. Vielseitigkeit und Flexibilität sind die zentralen Eigenschaften des Taschenwagens T5. Es handelt sich um einen Wagen für den Transport von Megatrailern und herkömmlichen Sattelaufliegern. Zum flexiblen Einsatz im kombinierten Verkehr haben die Taschenwagen Klappriegel mit ISO-Zapfen am Langträger, damit auch Container und Wechselaufbauten aufgenommen werden können. Damit sind die T5 zu einem unverzichtbaren Bestandteil für den Transport im kombinierten Verkehr geworden. Der kombinierte Verkehr zählt seit vielen Jahren zu einem der Steckenpferde von Fleischmann. Grund genug, nun auch dieses Modell als zeitgemäße Nachbildung umzusetzen. Separat angesetzte Rangiergriffe und fein gravierte Klappriegel sind nur zwei der Highlights. Für perfekte Betriebseigenschaften werden die Modelle in Zinkdruckgussverfahren hergestellt.